Alter, ist die Musik laut hier. Das gibt's doch gar nicht. So, hier. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wie the Beast Infinity Evolved. Und Aline bin ich auch nicht, ne? Hier, der Dosch ist noch da. Hallo, und was für eine Ansage. Ja, gell? Wahnsinn. Das gibt's auch nur bei mir. Und der Sora Timers, der ist aber nicht im Teamspeak, der ist noch hier am Rumprobieren. Something weird happens around you. Alter, ich hau dich nie wieder. Hau dich nie wieder. Strafe muss sein. Arschloch. Hey. Was? Wer hat das gesagt? Ich glaube, der Sora war das. Aha, glaube ich auch. So, ich möchte mir einen Signalum Bow machen. Jo, und ich bereite jetzt mal was vor. Denn oh, wir zwei Süßen haben heute was vor, nämlich... Ey, nenn mich nicht süßer, ja? Nicht mit dem Avatar. Ihr müsstet den Avatar beim Dosh in Kingspeak sehen. Ich hoffe, dass ich den mal einblenden werde. Ich kann dir das Bild noch irgendwie mal zukommen lassen. Ja, mach das. Mach das. Yeah. Auf jeden Fall. Wir beide haben heute noch vor, ein Ritual von Draconic Evolution zu machen. Und zwar das Ritual of Resurrection. Ja, genau. Und ich mache mir jetzt erstmal hier so ein Crossbow-Limp. Warte mal, ich brauche einen Crossbow-Limp. Ich brauche einen Bowstring, Signalum Tough Binding und Signalum Crossbow Buddy. Wobei, ich mache bloß den Limp jetzt erstmal aus dem Signalum. Weil, Signalum, da haben wir es. Ist es das? Ja. Genau. Weil, ich habe da mal so ein schönes Rezept gesehen in bestimmten Foren. Man hier für ein Signalum Bow nehmen kann. So, da. Ah, warte mal, ich brauche noch. Ah. Ich brauche noch Taumium. Taumium, da, guck mal hier. Nehmen wir erstmal 5. Ne, warte mal, nehmen wir mal 8 Stück. So, und hier oben habe ich auch mittlerweile ein Dach drauf gemacht. Und hier, das sieht so geil aus mit dem gechiselten Stone warte mal, was ist das hier für Stone? Arcane Stone Blocks. Saugeil. Dann hier noch so ein paar Pedestals, ne? Einfach mal nur so für Deko. Mal gucken, was wir noch draus machen. So. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Das hier jetzt erstmal. Achso, nee, Quatsch, das ging ja anders. Das ging ja anders. Das ging ja ganz einfach, ging das. Crossbow. Buddy Pattern, genau. Das ging ja einfach so. Zack. Alter! Was ist denn los? Das wird teuer. Die jetzt erstmal da rein, dann das da. So, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein Tough Binding. Das Tough Binding mache ich mir aus Papier. Zack, zack, zack. Wunderbar. Hätten wir das. Und dann noch einen String. Den mache ich mir aus Fury. Bringing with an... Was? Anticipation. Hm. Was haben wir da noch? Ja, da haben wir noch Flame Strings, genau. Nehmen wir mal noch die. Ah ja, ganz kurz für meine Zuschauer. Ich habe mir währenddessen mal die Shovel of Survivors gemacht. Und weißt du was? Ich mache noch direkt die Pickaxe hinterher. Ja, mach doch. Ja, mach ich das auch. So, ein Crossbow. Zack. Einmal das da. Nee, das nicht. Aber das da. Und das da und das da. Und schon haben wir hier einen Signalum Crossbow. Mit Taumium, Rideable, Reinforced und Modifiers 5 Stück. Von der Marke Streetigar. Genau. Krieg ich 5? Ja, ich glaube, ich habe 5 gehabt. So, und wir brauchen jetzt natürlich auch noch die... Wo sind sie? Throwing Knives nicht. Nee, aber hier. Signalum Bolts. Oder beziehungsweise Bolts generell. Sag mal. Was ist jetzt schon wieder? Upgrade a Vivant Pack. Okay, create Flux Crystals. Oh. Oh! Der Typ fängt mal an. Ja. Wahnsinn. Ja, was haben wir hier? Enderium haben wir hier und ein Manolin. Ich glaube, Enderium brauche ich jetzt erstmal. So, wo ist denn der? Da brauche ich einen Tough Rod. So, zack. Enderium. Na? Schön. Gehen wir da rein. Den wieder raus. Den da rein. Und dann. Manolin, genau, zack. Weather Controller, das interessiert mich mal. Ein Ding? Bei Draconic gibt es noch einen Block, eine Maschine, der nennt sich Weather Controller. Ich mach den mal. Ja, klar, kannst du machen. Kann so, Enderium Bolts habe ich jetzt hier noch. Ich bin's mal am gucken, ich habe nämlich schon mal sowas gemacht und da habe ich auch Enderium Bolts. Ah, okay, gut. Passt.
Bolz. Achso, ja genau, da brauche ich noch ein Fletch, ne? Ein sogenanntes. Who needs Mother Nature? Ja, wer? Oh, ist ja cool. Ich kann mit dem Regen ausschalten. Ich muss nur Emeralds bezahlen. Ja, cool. Und? Ich. So. Dann, nee, hier. Ein Fletch. Das ist Fletching Pattern, genau. Zack. Zack. Haben wir ein Fletching. Diese Slimy Leaves, die kriegt man ganz einfach, wenn man. Achso, ne, warte mal, ich muss hier hin. Bolz, wo sind die Bolz? Ich probier's jetzt einfach mal so. Okay. So. Ja, hier. Manolin Bolz, hier 336. Achso, ja, hier. Die Slimy Leaves, die kriegt man natürlich von den Schleimbäumen. Und, ja. Gut. Jetzt würde ich gerne mal testen. Haben wir. Oh, das ist jetzt mal so eine Frage, ne? Ich glaube nämlich nicht. Ne, haben wir leider nicht. Den Mod. Haben wir leider nicht. Sonst hätten wir gar nicht. Mod. Das ist ein Mod, der heißt und da hast du einen Dummy, an dem du zum Beispiel irgendwie Dinger skillen kannst. Ah, okay. Ja. Oder eben mal was testen. Also das hast du vor allen Dingen, wenn, oder kannst du machen, wenn du. Wenn du Dingens hast, sag's mir. Die Tinkerswaffen, wenn du die leveln willst. Mhm. Kannst du dann das so machen. Wobei, das ist mittlerweile genervt. Das ist nämlich auch so geil. Weil du nämlich das Ding dann levelst und das erste Level erreichst, dann kriegst du. Dann wird es nämlich zum Hühnchen. Was? Ja. Okay. Darf ja, ich mal was kann? Es hat den Hintergrund, der Mod-Autor hat von einem YouTuber mal gesehen, wie er mit dem Autoklicker seine Waffen gelevelt hat. Nur hat er gemeint, nee, Freundchen, so nicht. Ja, und sobald er das erste Level erreicht, ist es dann ein Hühnchen. Sehr geil. Ja, fand ich auch richtig cool. Darf ich dir mal zeigen? Ja, bitte. Komm mal kurz mal nach draußen. Oh je. Ja. Oh. Siehst du das hier? Weather Controller. Geil, Turn Rain Off. Turn Rain on, Thunderstorm. Es werde Donner! Alter! Ey, wenn du mir den Balkon kaputt. Was? Ja, krass. Ich bin ein Gott, ich kann Wetter heraufbeschwören! Ja. Mein Balkon! Mensch! Ah, der muss das ab. Alter! Teil ist geil, ne? Ja. Auch laut. Wie musst du das aufladen? Mit Emeralds. Ah, okay. Ein cool. Emerald sind 10 Charges. So, warte mal kurz. Hm? Nein, ich habe eben Gas gehört. Verdammt, ich wollte dich doch nicht mehr hauen. Du hast keine Leben abgezogen bekommen, ja super. Alter, also diese Rüstung, die ist wirklich imbar. Ja. Man muss sich halt mit ein paar Mods auskennen, ne? So, was hab. Nee, hab ich nicht. Was war das jetzt? Schneebälle? Von Flimflam. Ah, sehr gut. Schön. Hab ich hier irgendwo was? Nee, hab ich nicht. Das ist gut. Hab ich hier was? Nee. Aber Flimflam wurde ja auch geupdatet, ne? Ja. Damals war es ja noch so, dass diese Creeper, die vom Himmel fallen, die Blöcke auch kaputt gemacht haben. Okay. Nicht mehr. Holz. Also die machen zwar nur noch Explosionen, aber keinen Blockschaden. Aha. Guck mal kurz her, bitte. Schau dir mal meine. Ja. Suboptimal misspelled chestplate of hernia forgotten in deep hole by Ludwig Biggles von Smith. That's photo recently restored by University of Latveria. Ja, cool, gell? Mhm. Mhm, schick. Okay, ich brauche noch Modifier. Hast du auch noch die Quarry, die ist ja, die habe ich jetzt mittlerweile umgesetzt, die macht einen ganz guten Job. Limestone haben wir mittlerweile 4988, ja, ist gut. Oh, du hast sogar ein Canyon Ohr. Ja, oh, was wo? Ach, guck mal da. Eins. Boah, schick. Ja, das Zeug ist auch verdammt selten. Ja. Modifier, ja genau. Quarz brauche ich. Dann Lapis. Was?
Ich unterhalte mich mit deinen Hühnern. Nein, ich habe bloß noch 49 Nether Quarz, das gibt's doch gar nicht. Verdammt. Soll ich dir was bauen? Vielleicht später. Hast du vielleicht noch Dingens, Bummens, wie heißt, hier. Ich glaube, ich komme jetzt drauf. Wenn du es groß schon sagst, dann lieben Kern oder Knochen. Nee, das meine ich nicht. Ich meine Dingens. Ja, bestimmt. Ja? Cool. Also ich will noch wissen, was Dingens ist. Mossdown. Mossdown? Muss ich mal schauen. So. Ja, das komische Geräusch, das war eben, weil sich der Dings teleportiert hat. So, warte mal, was brauche ich denn da noch? Ich brauche... das sieht schlecht aus. Ich sehe aber, du kannst gerade, man kann Mossdown über einen Fluid Transposer herstellen. Ah, cool. Kobbel rein und Wasser. Da habe ich noch alles drauf. Da habe ich Moss, Lapis und Quarz. Weißt du was, ich nehme mal den. Da sind nämlich auch noch zwei Mossy Stone drauf und den mache ich dann später fertig. So, zack, 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 zack. Weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt Niederquarz farmen gehen müssen. So. Warte, ich habe dir noch 2-6 Mal mitgebracht. Nee, passt schon, passt schon. Ich habe ja noch einen Crossbow, den ich mir einfach mal so gemacht habe. Der hat, ja, Paper Tough Beine, genau. Der hat das gleiche, was ich eben gemacht habe. Quasi als redundantes Ding. Okay. So, gut. Wo wollten wir hin? Ins End. Ins End, genau. Gut, nehme ich mal mit. Mach ich. Tschüss. Ja. Wow. So. Der Dosh ist dabei, das End abzubauen mit einer Ender Quarry. Ja. Wow. Ich zieh mal lieber gerade mein Jetpack an. Wie, du kannst nicht fliegen? Mit der Rüstung kann ich nicht fliegen. Nee. Nee, ich muss das Jetpack dafür anziehen. Uah! Komm doch einfach mal ungefähr zum Portal zurück. Habe ich jetzt die. Nee, habe ich nicht. Habe ich wahrscheinlich angeschaut. Warum? Ah, versehen. Ah, jetzt geht's. Alter! Was ist? Ich hab ein paar Endermen sauber gemacht. Die sind gerade ein bisschen laut. Gott! Moment. Ah. Wow. Mach mal gerade so ein bisschen. Ich mach mal gerade so ein bisschen Wildrodung hier. Wow. Ja, Endermen greift mich an. Nein, ich hab zum Glück noch meine Axt. Wurde das End irgendwie mal resettet nach dem Serverumzug? Nee, warum? Mir kommt das so vor, weil hier noch voll viele Erze jetzt auf der Oberfläche sind. Boah gut, vielleicht spawnen die neue, keine Ahnung. Oder wir haben sie übersehen. Das kann auch sein. So. Ja, können wir auch hier drüben machen. Wo bist denn? Ich bin hier direkt hinter dir. Okay. Hi. Hi. Erstmal hier Size auf 3x3. Wow. So. Dann brauchen wir in den Ecken Obsidian. Dann Glowstone. Wo ist das hell? Dann den Resurrection Stone. Hm? Oh, das sieht schon, sieht schon gut aus. Dann eins. Brauchen wir ein, zwei. So. Dann mache ich mal gerade so. Und da kommen jetzt Diamantblöcke drauf. Okay. Ja, schick. Mhm. Also, wenn es fertig ist? Ich bin jetzt sofort fertig. Nur noch hier in die. War das 1 oder 1 weg? 2 hoch Quarzpillars. Und dann ist das Ritual so gut wie fertig. Weil hier drauf kommen nur noch Charged Draconium-Blöcke. Aha. Na? Alter. Ja, bist du zu blöd, einen Block hinzusetzen, ne? Ja, ich glaube, ich brauche da Nachhilfe. So, und... So. Und was machen wir jetzt? Einmal rechtsklick. Hallo? Und,
Ja. Normalerweise muss ja nur noch gerechtsklickt werden. Hm. Oder wir machen es ganz anders. Ich habe das falsch aufgebaut hier unten. Und zwar muss das so sein. Aha. In die Ecken Glowstone oder was? Genau. Jede Dai. Oh verdammt, ich habe jetzt einen, genau, einen Glowstone zu wenig. Ich poppe mich mal ganz schnell zurück. Ja, mach das. Geht da schnell. Hup, home. Ja, ja, so ist das. 1, 2, 3, 4. Wie weit ist denn deine Quarry? Ich glaube, die ist schon ein Stück, ne? Ein gutes Stück ist gut. Na, sag mal so, da ist noch ordentlich vor. So, bin schon wieder unterwegs. Ja, sehr schön. Ja, aber das sieht schon geil aus mit dem Pillar da hinten. Mit dem Erdblock-Pillar. So. Bloß dann jetzt so in die Ecken. Und jetzt? Oh, wow, wow, zurück, wow, wow. Zurückgehen. Ja, hab's gemerkt. Alter, was ist denn jetzt? Jetzt. Willkommen beim Draconic Ritual of Resurrection. Alter, ist das laut. Ja. Siehst du es? Wie sich da was in der Mitte bildet? Ja, das ist rot. Ja, und schau mal auf die Pillars jetzt. Auf die Obsidian-Türme. Oh oh. Ja. Er ist wieder da. Ja, geil. Das hat aber echt verdammt geile Effekte, ne? Ja. Na, kommst du? Na, treffe ich jetzt? Nee. Meine Fresse. Das dauert auch verdammt lange. Jetzt geht es los. Und da kommt er. Uiuiuiui. Der Enderdrache. Ja. Guten Tag. Der ist jetzt aber stärker, denke ich, ne? Ja, der ist etwas stärker. Und jedes Mal, wenn ein Spieler den wiederbelebt, wird er nochmal stärker. Ja gut, aber der Bogen, den ich hab, der macht schon gut Schaden. Ja, kaputt. Jo. Und hier haben wir wieder ein Drachenherz. Juhu. Hallo, komm her. Komm her. Ja, das fällt runter. Also. Oh, und Draconium. Draconium. Ich hab 5 Herzen. Ich nicht. Ich schon. Und theoretisch gesehen müsste sich jetzt. Jawohl, da ist ein neues Enderdrachenei. Achso, bei dem Portal drüben. Okay. Komm, den Draconium, das kannst du haben. Oh gut, danke. Nur noch warten, bis sich das Herz absetzt. Ja. Das dauert ein bisschen, dann, ne? Ja, ja. Und ich will hoffen, dass wir jetzt, wenn wir zu Hause sind, das nächste Ritual machen können. Weil mir fehlt dazu noch ein Rohstoff, der ist gerade am Produzieren. Okay. Charge für Con. Das Herz, das dauert ganz schön lange, ne? Ja. Ich krieg's aber auch so nicht. Nee, das dauert wirklich. Doch, ich hab's. Ja, jetzt ist es fertig geworden. Ja, oh, guck mal hier. Ja, noch nimm mit. Wie, noch nimm mit? Ja, noch was hier. Ist hier noch Endstone und so weiter. Ja. Gut, dann wieder nach Hause? Ich würde sagen, jetzt mal hier das Drachenei mitnehmen. Oh, ja, gut. Das ist eine Torch? Jo. So, zack, bumm. Deins. Dankeschön. Bitte. Und wupp. Wupp. Ah. Minecraft. Nö. Schön, das zweite Mal den Drachen besiegt, aber diesmal nicht gestorben. Mhm. Kann ich gar nicht nachvollziehen, wie du das erste Mal gestorben bist. Ja, ich auch nicht. Alter, ich hatte 78. Ich hab noch das Drachenherz. Wolltest du das haben? Ja. Ja, Moment. Ah, scheiße. In die Truhe. So. Und das Drachenei auch. Da habe ich noch Endstone, da habe ich noch Draconium. Na, das packe ich jetzt mal da rein. Gut. Oh, was macht denn meine Quarry? Ja, oh, ja. Läuft einmal frei. Achso, ja, genau. Nochmal ganz kurz. Ich habe da hinten den
Ein blaues Schaf, geil. Ich habe da hinten den Reaktor jetzt so umgemodelt, umgestellt. Also hier habe ich 84, bei den anderen sind es alles 80%, wo die Rods drin sind. Und dann gibt er mir knapp... Wow, nichts mehr aus, weil... Ah, okay. Ja, super. Der hat kein Jelorium mehr. Ich habe ein Problem. Ich auch. Ich habe keine Energie mehr. Ja, schon. Cool. Gut, dass ich mal hergekommen bin. Ich habe ein ganz anderes Problem. Was denn? Ich habe es jetzt nicht, das nächste Ritual zu machen. Okay. Weil die Blöcke sind immer noch im Aufladen. Das ist gerade mal einer fertig. Schade. Hier, Moment, schau mal in die Endertruhe. Ja, er kann gerade nicht, ich muss gerade meinen Reaktor auffüllen. Macht das? Aber ich habe hier ein hellblaues Schaf. Hat mir das irgendjemand gefärbt? Also ich nicht, bei mir wäre es pink. Ja, klar. So, zack, zack. Mann, das ärgert mich jetzt, dass die Blöcke nicht fertig werden. Ja, gut. Also der macht mir knapp, wenn er aufgeladen ist, wenn er voll ist, 1000 RF pro Tick. Und es reicht gerade so, um hier das Ding aufzuladen und eben die Ender Quarry zu versorgen. Ich glaube, das mache ich mal hier. Ich mache mal so von Endertech hier so ein Resonant Charge Pad. Vielleicht geht das damit schneller. Ja, versuch's doch mal. Ja, mach ich das auch. Ja, mach doch mal. Ja, mach ich doch. Ja, so gut. Ja. So, ich sollte meine Ender Chest gucken. Jo. Was ist denn da? Dann sind noch die Teile, die du noch brauchst. Welche Teile, die ich noch brauche? Fangen mit Yellow und dann enden mit Herzen auf. Yellow, hä? Miniatur Yellow. Ach so, ja, guck, ja, ich habe bei mir reingeguckt, nicht bei dir. Ach so. Ja. So, Moment, wo war das da? Genau. Oh. Ja, ich brauche dafür noch ein bisschen Gold. Gold, das ist. Ah, Gold ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich hier. Ja, oh, Scheiße. Problem. Was denn? Ich darf, muss. Über das QED kann man nämlich auch Erze verdreifachen, ne? Das dauert zwar ein bisschen, aber ja gut, ich bin ja guter Dinge, ne? Das war nicht gut, das darf ich nicht machen. Was denn? Ich hatte meine... die Draconium, die Vipern Capacitor Bank, hatte ich gerade mal angeschlossen an den Reaktor sofort und da gab es kurz einen Energieeinbruch. Oh, okay. So, was haben wir denn hier noch? Immersive Engineering, Rare Shader Grabback, ja... Epic Shader Grabback. Warte mal, Utils. Muss ich mich mal einlesen, was man die noch gebrauchen kann. Was vor allen Dingen. Okay, ein Sig. Ja, komm, Enderium, die. Ich hab kein Enderium mehr. Was? So was. Hä? Ja, genau. Ich hatte doch 40 Barren auf Vorrat gemacht. Wo sind die hin? Echt? Ja, ich merk das schon. Oh, guck mal hier, da habe ich auch noch zwei Herzen. Ah, ja. Was ist mal da? Haben wir da noch irgendwas Wichtiges drin? Nee, okay. Habe ich noch so viel Shiny? Ja gut, das reicht. So. Nein! Was ist denn? Junge! Ja, ich mache gerade alles kaputt. Also ja, alles doch. Falsch. Ach, ja, mach ich schon. Ach doch. So, mein Crucible habe ich jetzt mittlerweile da draußen hingesetzt. Der wird auch... Sora ist auch weg, ne? Sora ist auch weg. Ja, der hat sich schon vor einer Zeit aus dem Acker gemacht, aus dem Staub gemacht. Vom Acker, so rum. Auf dem Acker, von dem Acker, da leben, ja. Ja, genau, komm, ich mache jetzt mal so eine Taumium-Rüstung. Weil die muss ich nämlich auch noch scannen. Ja, ohne. Wie sieht das? Ah, vielleicht können, wenn man einen Moment warten kann, das in der nächsten Folge was geben. Ja, Taumium, sehr gut. Ah, dann komm du mal her. Ich glaube, euch zwei kann man miteinander verbinden. Nee, geht nicht. Geht nicht? Okay. Muss ich mal gucken. Signal umblend. Dann erst einmal hier mein Scanner. So, zack. Komm hier Boots. Sehr schön. Dann das da. Sehr gut. I. Und noch das da. Sehr schön. Und der Dosh war auch so nett und hat mir hier zwei Teleposer gemacht für von Blood Magic mit einem Teleposition Focus. Und das probieren wir jetzt einfach mal.
habe das letzte Mal eben ein bisschen verkehrt gemacht, deswegen ging das nicht so richtig. Weil ich habe da hinten noch eine Note gesehen. Auf welchem Baum war die? Ach da, genau. Hier auf dem Baum ist er. Da ist er. Und jetzt bräuchte ich Blöcke, um mich hochzubauen. Ja toll, habe ich nichts. Warte mal. Ach, der Satoru nicht mehr, jetzt noch meinen Tank. Boah, der Junge kann auch nichts wiedergeben. Wieder hat er einen Tank. Ich hatte dir meinen Tank geliehen für seinen Reaktor. Ah, okay. Mit Resonant Ender. Okay. Ja, der ist ja wohl immer noch bei ihm. Ja, schade, ne? So, zack, zack, zack. So, ja, so. Ja, genau. So, dann nehmen wir uns einen Teleposer und den anderen, wo packen wir den hin? Was ist das für einer? Okay. Mach die mal. Jetzt zieh jetzt einfach mal hier hin. So, dahin. Dann haben wir einmal einen Kian. Hier. Fokus. So. Ach, da, Shift-Rechtsklick. Und dann sehen wir hier die Daten. Müsste passen. Nee, passt noch nicht. Und so vielleicht. Ja, genau. Also normaler Rechtsklick drauf. Und dann hat man quasi die Koordinaten von diesem Teleposer. Die muss man jetzt da drüben natürlich irgendwie nutzen. Und zwar mit der leeren Hand da draufklicken. Sieht man hier die GUI. Das ist da drauf. Rein, meine ich natürlich. Und dann hier. Na. Der war gut. So, zack. Zack. Weg ist er. Weg ist er. Ein Signal umgehe. Also das sind hier echt exotische Materialien, was ich gerade verwende. Dann haben wir hier eine Node. Ist doch wunderbar. Das werde ich mir jetzt noch ein paar Mal machen. Und dann kann ich mir nämlich hier noch ein paar Nodes hinstellen. Nur eben darauf achten, dass die Nodes nicht zu nah aneinander stehen, sonst fressen die sich gegenseitig auf. Ach, hier so Hungry Nodes oder was? Nee. Die fressen sich eben auf. Die größere frisst eben die kleinere. Das Gesetz der Natur also. Richtig. Warum hast du eigentlich nur 41 live? Weil ich am Generieren bin. Aha. Dauert aber ganz schön, ne, bei dir. Ja, weil ich auch eben nichts gegessen habe. Ja, okay, gut. Das kann natürlich einiges erklären. So, das wieder hin, das wieder hin, das wieder hin. Gut, dann schauen wir doch mal hier ins Taumonomicon, was wir da noch alles haben. Okay, da haben wir jetzt im Moment noch nichts Neues. Ah, das einzig Neue... Ah, siehst du, genau. Bonds können wir machen. Lithium, Icy, Quartz. Silberwood. Da möchte ich auf jeden Fall noch hin. Dann hier entweder noch, ja, Taumium Wand Caps, auf jeden Fall. Ja. Alchemie habe ich jetzt auch noch nichts weiter gemacht. Ja, hier habe ich Infusion mittlerweile erforscht. Und kann dann auch hier Pickaxe und sowas und Axe of Steam und Sword of Zephyr, Shovel of Earth Mover und Hoe of Growth. Genauso wie hier Lamp of Growth, Lamp of Fertility. Boots of the Traveler möchte ich auf jeden Fall machen und noch so ein Miro. Brain in the Jar. Hier Bone Bow. Eternal Furnace. Arcane Levitator. Okay, Klaus? Ja, hier? Ich mach's mal was ganz Besonderes. Ich lasse dich mal ganz kurz in der Aufnahme allein, weil ich mal ins Klo muss und lasse währenddessen mit meinem neuen Chargepad die Blöcke aufladen. Ja gut, also die Folge geht jetzt noch knapp eine Minute. So lange dauert es nicht mehr. Ja, okay, dann im Notfall verabschiede ich mich schon mal. Ja, okay, gut. Dann hier hau rein, ne? Jo, tschö. Tschö. Leck mich, Mann, ich will meine eigene. So, hier mache ich noch ein paar Golems, oder hier kann ich noch ein paar Golems machen. Das habe ich, glaube ich, irgendwie durch ein Fragment bekommen. Hier wie heißen die jetzt nochmal? Gibt's doch so komische Fragmente hier. Nee, doch da. Knowledge-Fragmente, genau. Oh, da könnten wir uns auch wieder eins Neues machen. Ah, bin mal gespannt, was wir daraus bekommen. Stitch Notes. Right-click to Revival. Golem-Weiser. Okay. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Golem-Visor, genau. Aha, das ist ja top. Naja, die könnten wir machen. Nee, den kann man schon. Den kann man noch machen, den kann man noch machen. Die können wir auch noch machen. So, zack, zack, zack. Wir haben ja genug Points. Also hier, ne, genug Points haben wir. Ja, da haben wir noch ein bisschen was, genau. Aber warum ich den jetzt... Thank you for your cooperation. Mhm.
Sauber. So, rein mit dir. Gut, die Folge hat es aber auch hinter sich, ne? Wir haben schon wieder den Enderdrachen getötet, ist auch stark. Haben eine Taumi-Umrüstung. Und ja, gut. Dann wird es das nächste Mal hier weitergehen. Echt? Ja, doch, echt. Oh, der ist ja wieder da. Ja, natürlich. Ja. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.